kam diese mexikanische Band an und hat zu dritt mexikanische Volkslieder gespielt. Und dann fingen die Menschen plötzlich, also unser Team fing an zu tanzen und es wurde so eine ganz ausgelassene, fröhliche Stimmung. Okay, also ich erinnere mich noch an unseren allerletzten Drehtag von der dritten Staffel, also unser letzter Drehtag als Martha und als Jonas. Wie wir beide nachts auf der Kreuzung stehen und uns auflösen. Immer gesagt, oh, jetzt das letzte Mal in die Maske, jetzt das letzte Mal Kostüm anziehen und so, und haben das nochmal so richtig zelebriert und auch mit dem Team natürlich die ganze Zeit darüber geredet, und es war einfach total emotional aufgeladen, dieser Tag. Und dann haben wir die Szene gespielt, wir hatten erst eine andere Szene, in der wir die ganze Zeit im Regen stehen und eigentlich waren wir komplett durchnässt und es war auch super kalt, es war im Dezember. Und der letzte Shot war so, dass wir in der Mitte der Kreuzung standen und die Kamera von bestimmt 100, 150 Meter weiter hinten uns gefilmt hat, also so ein riesen Wide-Shot. Und wir stehen voreinander und die Szene, die wir spielen, ist halt die letzte Szene für Jonas und für Martha. Und wir standen da händchenhaltend und mussten in den Himmel schauen und wussten, dass wenn Bo jetzt gleich Cut, danke, das haben wir, ruft, dann ist für uns diese Geschichte vorbei, dann sind für uns diese Charaktere abgedreht, dann ist es abgeschlossen. Naja, wir stehen voreinander, es ist nachts und es war eh schon total magisch alles. Also es war wie so, man wollte eigentlich die Zeit anhalten, weil es war so schön, dass wir das letzte Mal alle zusammen waren und eben diese Szene spielen, die ja auch irgendwie total magisch ist. Auf einmal sehe ich, wie hinter Luis so eine Sternschnuppe rüberfliegt. Und es war anscheinend eine totale Sternschnuppennacht und es war wie so ein überirdisches Zeichen. In der Szene, während wir gespielt haben, habe ich diese Sternschnuppe gesehen und ich konnte es gar nicht glauben. Und es war irgendwie ein total schöner, magischer Abschluss für die Rolle und für unsere letzte Szene, die wir zusammen gespielt haben, dass irgendwie sowas Unwahrscheinliches passiert, was aber auch so in die Szene passt, finde ich.